Für die AfD-Fraktion bekommt nun Frau Oehlschläger das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wieder einmal ist die HSH Nordbank Thema in diesem Haus. Allerdings sind heute weder Schuldzuweisungen gefragt noch Bankenrettungstheorien. Heute wird eine Lösung gesucht, durch die Risiken für Hamburg durch die HSH minimiert werden und nicht anwendbare Verluste klein gehalten, nicht abwendbare Verluste klein gehalten werden. Wenn nebenbei auch noch eine Bank gerettet wird, Arbeitsplätze und gegebenenfalls auch ein Wirtschaftsfaktor für Norddeutschland erhalten bleibt, dann ist das ein positiver Nebeneffekt. Am Anfang steht jedoch die wichtige Erkenntnis, die ganz klar auch die EU-Kommission teilt. Hamburg braucht keine Landesbank. Heute ist es Zeit, das finanzielle Risiko für den Hamburger Steuerzahler so weit wie möglich zu minimieren. Persönlich würde ich mir heute eine Glaskugel wünschen, in der die Zukunft vorhersehbar ist. Denn wir gehen hier von Annahmen und Prognosen aus, die möglicherweise mit der Realität nicht viel zu tun haben werden. Das vorgelegte Konzept des Senates, welches auf der Einigung mit der Europäischen Kommission beruht, scheint sinnvoll zu sein. Am Ende wird ein hoher Preis für Hamburgs Haushalt stehen und der Verkauf der HSH Nordbank oder aber deren Abwicklung, falls sich kein Käufer findet. Sicherheit bietet das Konzept nicht. Trotz alledem sagen wir, ein Ende mit Schrecken ist immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende. Liebe FDP, alles, was Sie in Ihrem Zusatzantrag wünschen, wünsche ich mir ebenfalls. Gern würde ich jetzt schon einem Gesamtkonzept zustimmen und nach Möglichkeit schon wissen, wie es am Ende ausgeht. Und natürlich haben wir auch mit weiteren Kreditermächtigungen in Höhe von 16,2 Milliarden Euro Probleme. Gewaltige sogar. Diesmal handelt es sich nämlich nicht nur um Bürgschaften, sondern um echtes Geld, das auch Zinsen kostet und in seiner Konsequenz ist der Antrag jedoch ein wenig lebensfern. Hätte einer der Finanzsenatoren in den letzten Jahren die Glaskugel gehabt, die ich mir gewünscht habe, wären wir in diese Lage gar nicht gekommen und müssten hier nicht schon wieder über die HSH Nordbank sprechen. Herr Senator, an Sie richten wir heute die Aufforderung, nehmen Sie unverzüglich konkrete Planungen auf, die HSH Nordbank zu privatisieren. In der Zeit des Lavierens, die Zeit des Hoffens auf den Weißen Ritter ist vorbei. Trennen Sie sich gedanklich von einer Landesbank, die diese Stadt nicht braucht. Die Lösung des Senates ist getragen von Hoffnung. Dennoch, auch im schlechtesten Falle, scheint es die am wenigsten kostenintensive für Hamburg zu sein. Leider müssen wir dem Steuerzahler unserer Stadt sagen, dass hier in der Vergangenheit richtig Geld verbrannt wurde. Hier gilt es heute einen Ausgleich zu finden. Es darf schlechtem Geld kein Gutes hinterhergeworfen werden, aber auch nicht sehenden Auges weiter Verluste realisiert werden. Dies steht aber durch Warten durchaus zu befürchten. Einen billigen Weg gibt es nicht. Wir können nur eine Abwägung der Möglichkeiten hoffen, dass sich der Weg des Senates als richtig erweist. Aus diesem Grunde werden wir uns nicht gegen den Weg des Senates stellen und uns enthalten bei der Abstimmung. Danke.